Jo Leute, willkommen bei Star Citizen. Lang ist es ruhig gewesen um mich und um Update-Videos. Das soll sich jetzt mit dieser Aufnahmesession wieder ändern. Dieser komische Glotz hier, was hier steht, das ist ein Simpod. Was der tut? Er übernimmt die Funktion des Arena Commanders. Also ich zeig's euch gleich. Ich wollte euch nur noch kurz zeigen. Ja, hier ist noch mein kleiner Mustang. Normalerweise sollte auch die Xian Katu Allo hinzugefügt worden sein, aber ich sehe sie leider nicht. Aber ist jetzt nicht so tragisch. Ja, was macht der Simpod? Er übernimmt ja die Funktion vom Arena Commander. Man setzt sich rein und automatisch erscheint der Arena Commander. Und dann kann man wie gewohnt auswählen. Ich mache jetzt Drohnen-Sim, weil ich euch was Geiles zeigen will. Nämlich, die Gladius ist jetzt freigegeben zum Fliegen. Juhu, mein Schiffi. Mein neues und das Geilste finde ich von allen eigentlich. Also von der Aufmachung her ist es richtig, richtig geil. Das Update hat jetzt, weil ich nochmal alles runterladen muss, glaube 2,5 Stunden gedauert. Deswegen ein bisschen länger als normal, aber wenn ihr Glück habt, könnt ihr es nur den letzten Patch hinzufügen, der ist glaube ich 6 GB groß, dann geht es schneller, aber bei mir ging es leider nicht. Jo, jetzt warten wir noch kurz, bis der das Ding geladen hat und dann zeige ich euch die Gladius. Was wurde noch hinzugefügt? Ein User Interface für das wurde überarbeitet. Es gibt jetzt Identifikationsnummern für Feinde, ein Höhenmesser beim Landen, verbesserte Sensitivität beim Kurvenfliegen und. Ja, da ist er, meine Gladius. Moins. Ich würde es euch gerne mehr zeigen. So, da. Und Gas geben. Alter, das Schiff sieht so Premium aus. Noch. Oh, alter Schalter. Wie geil das Schiff einfach nur aussieht. Da kann man echt nichts sagen. Und vom Fliegen her auch geil. Jetzt gehe ich gleich in den. Zu schnell um die Kurven geflogen. Aber allein wie das aussieht, wenn das fliegt, das Ding. Alter Schwede. Bugkanonen, Sekundärkanonen. Alter, da könnte Vandulus-Spawn richtig abstinken gegen das Schiff hier. Alter, macht das Laune. Macht das Laune, ja. Das werde ich gleich mal antesten, wenn man gegen Feinde fliegt. Ja, auf jeden Fall, das waren die Sachen. Natürlich gibt es auch, nicht Exeter Game, Back to the Hangar. Yes, weil ich hier nachher noch fliegen will. Gameplay ist, wurden die Landeplattformen wurden erhöht, für wenn man landen will. Es gibt einen Assistent dafür. Ein neues Friendly Fire System wurde implementiert. Wenn man zu oft auf Freunde feuert, dass man gekickt wird. Combat bremst das Schiff nun weniger stark ab. Ein Scoreboard wurde mit der Tab-Taste hinzugefügt, aber besser gemacht. Der G-Safe-Modus wurde entfernt, wenn man im Thrust-Modus ist. Und ja, noch die Schiffe wurden ein bisschen überarbeitet. Mehr Licht an der 300-Serie, an der Aurora LN wurden auch noch die Lichter vorne verbessert. Ja, man kann die Selbstzerstörungstaste jetzt selbst frei wählen. Das Schadensystem wurde überarbeitet. Ballistische Waffen wurden auch noch überarbeitet. Also jede Menge Überarbeitungen und Anpassungen wurden gemacht. So, jetzt zeige ich euch nochmal kurz meine Gladius, wenn ich gerade vorkomme. Und dann würde ich sagen, beende ich auch schon auch wieder dieses kleine Update-Video. Aber es wird jetzt öfters kommen, auch ein bisschen professioneller. Das war jetzt nur auf die Schnelle eigentlich so gemacht, da das Ding ja gestern rausgekommen ist und ich einer der ersten sein wollte. Und so sieht die Gladius im Hangar aus. Und das ist doch einfach nur geil. Also da geht ein ab.
Guckt euch mal den Schild. Das Schöne, das hat, da hat sich das Geld richtig gelohnt. Natürlich Lifetime Insurance. Ja, damit wir viel Spaß haben. Und in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Tschüss.